Morgens um 8 begibt sich an der Küste der DDR der 31-jährige Arzt und routinierte Schwimmer Peter Döbler in das Wasser der Ostsee. Sein Ziel ist die 50 Kilometer entfernte Insel Fehmarn, auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Diese erreicht er nach 25 Stunden. Ein Tag und eine Nacht. Ohne Essen, ohne Trinken, schwimmend durch die offene See. Wie gelang Peter Döbler, was keiner zuvor schaffte? Es sind Amphetamine, dem Adrenalin verwandte Stoffe, die diese Leistung ermöglichen. Sie verändern den Hormonhaushalt des menschlichen Körpers und lösen komplexe physische und psychische Reaktionen aus. In den USA und Japan forscht man seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts an der Entwicklung von Amphetaminen. Doch die Herstellung ist schwierig. In Deutschland sind es die Berliner Temmler-Werke, die in den 30er Jahren ihre Anstrengungen auf diesem Gebiet verstärken. Auf Grundlage des in der Natur vorkommenden Ephedrins entwickelt Temmler ein Medikament, das ein breites Wirkungsspektrum verspricht. Wir haben in unserem Körper auch natürlich Stoffe, die entweder bremsen oder uns antreiben. Und dieses Ephedrin ist eins, was uns antreibt. Und insofern hat man das Ephedrin, also sozusagen die aus der Pflanze isolierte Substanz, nachgebaut. Man wollte sie synthetisieren. Und daraus ist letzten Endes das Amphetamin geworden. 1937 gelingt dem Temmler Chemiker Fritz Hauschild der Durchbruch. Er entdeckt ein besonders effektives Amphetamin, das Methylamphetamin, das die Firma Temmler noch im gleichen Jahr unter dem Namen Pervitin auf den Markt bringt. Als Mittel gegen Asthma und zur Herz-Kreislauf-Förderung kommt es bei Ärzten und Patienten gut an. Und schnell werden weitere Vorzüge entdeckt. Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit, körperliche Ausdauer und das Verschwinden der Müdigkeit. Auf der Suche nach neuen Kundenkreisen bewirbt Temmler nun vor allem die psychoaktiven Eigenschaften des Pervitin. Die leistungssteigernde Wirkung des Pervitin, die rasch bekannt wurde, mag sicherlich gut in die Zeit gepasst haben. Es war eine Zeit, in der durch die Aufrüstung vor allem eine Vollbeschäftigung herrschte, wie man sie so nicht gekannt hatte in den 20er Jahren. Schokolade mit Cola, Koffein und anderen anregenden Mitteln haben schon seit Ende der 20er Jahre Konjunktur. Kurz nach der Markteinführung vertreibt ein Berliner Schokoladenhersteller Pralinen, denen hohe Dosen Pervitin beigemengt sind, und empfiehlt sie gegen Hausfrauendepression. Zur Hebung der Stimmung solle man einfach 3 bis 9 Pralinen essen. In der Militärärztlichen Akademie in Berlin, der obersten Instanz der militärischen Gesundheitsführung, prüft man seit längerem den Einsatz sogenannter Weckmittel. Vornehmlich für den Wachdienst, für den Nachteinsatz motorisierter Kolonnen und für die Leistungsfähigkeit von Offizieren ist die Müdigkeit eines der größten wehrmedizinischen Probleme. Schnell werden die Militärärzte auf Pervitin aufmerksam. In der Akademie führen sie erste Tests mit Medizinstudenten durch. Über 2 Tage und 1 Nacht müssen die Studenten Aufgaben erfüllen, Ruhephasen einlegen und wieder Aufgaben bewältigen. Sie erhalten Pervitin und Benzedrin, das ebenfalls ein amphetaminbasiertes Weckmittel ist, weiter Traubenzucker und Koffein. Von allen Mitteln verspricht Pervitin den größten militärischen Nutzen. Neben der Beseitigung des Schlafbedürfnisses führt es auch zu einer Steigerung des Selbstbewusstseins und der Risikobereitschaft. Professor Otto Fritz Ranke, der Leiter der Militärärztlichen Akademie, empfiehlt Pervitin auch aus einem weiteren Grund. Um einen Soldaten eine Nacht wach zu halten, werden Kaffeebohnen im Wert von 50 Pfennig benötigt. 4 Tabletten Pervitin kosten nur 16 Pfennig. Auch gesundheitliche Risiken werden von Ranke erkannt. Jedoch heißt es dazu, das Erreichen des militärischen Ziels hat oberste Priorität. Die Gesundheit des Soldaten ist dem untergeordnet. Weitere Tests folgen. Beim letzten wird Ranke von der Wirklichkeit überrollt. Am Tag des Tests, dem 1. September 1939, befinden sich seine Probanden, die Medizinstudenten und Sanitätsfähnriche, bereits auf dem Weg nach Polen.
weniger als 4 Wochen überrennt die Wehrmacht den östlichen Nachbarn. Pervitin ist mittlerweile so bekannt, dass viele Soldaten es privat dabei haben. Grad, Panzer und Lastkraftfahrer, Piloten, Infanteristen, Wachsoldaten, sie alle sind mit Pervitin bestückt. Häufig kaufen Truppenärzte die Bestände von Apotheken auf Wehrmachtskosten auf. Einen Befehl aus Berlin gibt es dazu nicht. Eine Kontrolle über die Abgaben fehlt. Der Blitzkrieg war Amphetamin gesteuert. Um nicht zu sagen, der Blitzkrieg war Amphetamin begründet. Otto Fritz Ranke braucht nun keine Medizinstudenten für Testreihen mehr. Weil sich der massenweise Pervitinkonsum bis zum Oberkommando der Wehrmacht herumgesprochen hat, werden die Truppenärzte zu Berichten verpflichtet. In diesen vermengt sich häufig die Euphorie über den rasanten militärischen Erfolg mit der Euphorie über den Einsatz von Pervitin. Das Mittel wird für kommende militärische Unternehmungen als unverzichtbar erklärt. Bitten um kostenlose Pervitinabgaben erfüllen die Temmler-Werke bereitwillig. Zu Tausenden werden Probetabletten an Angehörige der Wehrmacht verschenkt. Diese Berichte, die Ranke in den ersten Monaten des Jahres 1940 aus dem Polenfeldzug erhält, führen aber immerhin dazu, dass Pervitin im April 1940, also noch vor Beginn des sogenannten Westfeldzugs, des Kriegs gegen Frankreich, als planmäßiges Mittel in der Wehrmacht eingeführt wird. Pervitin muss nun nicht mehr privat in Apotheken eingekauft werden, sondern wird zentral von den Sanitätsparks des Heeres verteilt. Die Ausgabe soll unter ärztlicher Kontrolle erfolgen. Ein Konzept, das nur auf dem Papier stehen wird. In einer Woche produzieren die Temmler-Werke 5,8 Millionen Tabletten für das Deutsche Reich. Eine Menge, die nicht ausreicht, um die Wehrmacht einzudecken. Die Temmler-Werke werden aufgefordert, ihre Produktionsleistung zu erhöhen. Im April 1940 bestellt die Wehrmacht 35 Millionen Tabletten für den geplanten Feldzug im Westen. Der Westfeldzug ist von Anbeginn ein Krieg auf Zeit. Bei der Losung in 3 Tagen über die Maas zählt jede Minute. Mit hohem Tempo stoßen die deutschen Panzerkolonnen in Frankreich vor. Es ist Mai, diese Panzer haben nur eine sehr unzureichende Lüftung. Es ist eng, es ist heiß, es ist stickig. Der Fahrer muss sich noch auf die unebene Strecke konzentrieren. Man muss gucken, ob man nicht in feindlichen Beschuss gerät. All das, meiner Ansicht nach, scheint nur durch den Einsatz von Pervitin möglich gewesen zu sein. In nur 57 Stunden erreichen die ersten Panzerspitzen den Brückenkopf Sedern. Das hohe Tempo der Panzerkolonnen zwingt die marschierende Truppe zu Tag- und Nachtmärschen. Bis zu 60 Kilometer am Tag müssen zu Fuß zurückgelegt werden. Massenweise geht Pervitin nun an Infanteriedivisionen, um diese Strapazen durchzustehen. Wenn man mal genauer hinschaut, dann würde ich zunächst mal sagen, dass der Krieg natürlich in vielen Bereichen die Mutter aller Erfindungen ist. Das ist sozusagen etwas, was mit dem Krieg verbunden ist, dass man sich fragt, was können wir tun, um auch die Ausdauer, um auch die Kampffähigkeit, um auch das Durchhaltevermögen von Soldaten zu verbessern und in bestimmten Situationen auch solche Hilfen anzubieten. Man würde fast heute sagen, Doping anzubieten. Die britisch-französischen Verbände sind vollkommen überrascht. Fast unberechenbar ist das Tempo der deutschen Truppenteile. Überrascht ist auch die britische Presse, die nach dem Sieg über Frankreich feststellt, die Deutschen nutzen eine Wunderpille. Wir begreifen nicht, dass Churchill nicht nach dem Sieg in Tablettenform greift. Doch so sehr Pervitin auch zum Sieg beigetragen haben mag, die Nebenwirkungen werden jetzt unübersehbar. Hier traten erstmals erkennbar die ersten Fälle von Pervitinabhängigkeiten auf. Das heißt, die Dosen wurden gesteigert, die Dosen wurden täglich eingenommen und man kam zu der Überzeugung, dass Pervitin tatsächlich einen gewissen Suchtfaktor mit sich bringt. Auch erste Todesfälle werden bekannt. Es sind vor allem ältere Offiziere, die mit Herzproblemen, hohe Dosen an Pervitin und Alkohol nicht überleben.
Das Suchtpotenzial des Medikaments ist so beträchtlich, dass es seinen Gegner im Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti findet. Im Herbst 1940 unterstellt er Pervitin dem Rezeptzwang, was aber kaum Auswirkung auf den Absatz hat. Die Zahl der Verschreibungen ist von Anbeginn hoch. Ärzte und Patienten nehmen die Rezeptpflicht nicht ernst. Selbst in den Ministerien ist der Gebrauch von Pervitin an der Tagesordnung. Ernst Udet, prominentes Fliegerass und Freund Hermann Görings, ist im Reichsluftfahrtministerium für die technische Ausrüstung der Luftwaffe verantwortlich. Maßgeblich ist er an der Entwicklung der Stukas und anderer Bomber der Werke Heinkel und Junkers beteiligt. Der Pilot ist mit seinem Amt heillos überfordert und kann nur durch den verstärkten Einsatz von Alkohol und Pervitin standhalten. Schon zum Frühstück nimmt Udet 6 bis 7 Tabletten. Dennoch befördert Göring ihn zum Generalluftzeugmeister und stattet ihn mit weitreichenden Kompetenzen aus. Nach der Kapitulation Frankreichs gibt es für das Deutsche Reich nur noch einen Kriegsgegner, Großbritannien. Einer möglichen Invasion soll die Lufthoheit über den britischen Inseln vorausgehen. Von Nordfrankreich und Norwegen aus fliegen deutsche Bomberstaffeln ab 1940 verstärkte Einsätze, die nachts tief ins englische Landesinnere führen. Erbittert versuchen die britischen Jagdflieger, die deutschen Verbände abzuwehren. In Sekundenbruchteilen entscheidet Reaktionsfähigkeit und Konzentration über Leben und Tod. Der Start war sehr oft spät, 10 Uhr, 11 Uhr. Dann war man ungefähr um 1 Uhr, 2 Uhr morgens, war man über London oder über irgendeiner anderen englischen Stadt. Und da ist man natürlich müde. Und dann, wenn man das merkte, das durfte ja keinesfalls der Fall sein, hat man 1, 2 Tabletten Pervitin geschluckt und dann ging's wieder. Während der Nachtflüge führen monotone Motorengeräusche, Vibrationen, Sauerstoffknappheit, Kälte und Bewegungslosigkeit zu Ermüdungserscheinungen. Die Wirkung von Kaffee oder Tee ist gering und hält nur wenige Stunden vor. Mit Amphetamin dagegen hält 8 bis 10 Stunden und länger, je nach Dosis. Ich habe ja auch sehr viele Nachteinsätze gehabt. Und der Kommandant muss natürlich immer voll da sein. Und da habe ich dann auch vorbeugend, habe ich schon Pervitin genommen. Stellen Sie sich vor, der Kommandant ist im Gefecht müde. Ja, ich bitte Sie, das geht nicht. Pervitin unterdrückt nicht nur Müdigkeit. Es fokussiert die Konzentration auf eine bestimmte Aufgabe. Es euphorisiert und stärkt den Siegeswillen. Kaum ein Pilot, kaum ein Bordschütze, der bei langen Einsätzen ohne die Leistungsforderung auskommt. Für den einzelnen Soldaten kann sie überlebenswichtig werden. Man verzichtet doch nicht aufs Pervitin, weil es vielleicht etwas gesundheitsschädlich sein könnte, wenn man ohnehin dazu bestimmt ist, in Kürze zu fallen. Und die Verluste werden spürbar höher. Ausgebildetes Personal wird immer seltener. Die Männer sind daher über Monate jede Nacht im Einsatz. Auf Görings Veranlassung werden den Mannschaften extra Rationen an Alkohol ausgegeben, um Motivation und Leistung aufrechtzuerhalten. Neben Alkohol, der ihnen zugeteilt wurde, um sie bei Stimmung zu halten, war es also vor allem das Pervitin, das hier zunehmend auch zu gesundheitlichen Problemen führte. Man sprach damals von dem sogenannten Kanalkoller, der sich vor allem äußerte in Schlaflosigkeit, in Erbrechen und Appetitlosigkeit. Piloten mit Kanalkoller gelten in der Fliegersprache als abgeflogen und werden in Kurheime geschickt. Für etliche ist es eine Entziehungskur. Auch die Royal Air Force ist mit Weckmitteln ausgestattet. Das aus den USA stammende Benzidrin ist längst nicht so effektiv wie Pervitin, wird mit seiner ähnlichen Wirkung jedoch ebenfalls zum unverzichtbaren Hilfsmittel der alliierten Flugzeugbesatzungen. Auf diese Wunderpille verzichtet auch Churchill nicht mehr.
Die Luftwaffe ist nicht gerüstet, um den Erfordernissen des Luftkrieges über England dauerhaft zu entsprechen. Organisatorische Mängel bei der Produktion und eine Kette von Fehlentscheidungen beschleunigen die Misere. Spätestens im Frühjahr 1941 sind die strategischen Schwächen offenbar. Hermann Göring braucht einen Verantwortlichen. Es ist sein Freund, der Generalluftzeugmeister Ernst Udet, der seinen Pervitinkonsum zu diesem Zeitpunkt exzessiv steigert. Udet hält die Anfeindungen nicht aus. Nach einer durchgemachten Nacht und unzähligen Pervitin-Tabletten erschießt sich Udet während eines Telefonates mit seiner Lebensgefährtin. Der Reichsmarschall spricht zum letzten Male zu seinem alten Kampfgefährten. In seiner Rede nennt er ihn seinen besten Kameraden, der durch seine Taten unsterblich geworden sei. Hitler selbst ordnet ein Staatsbegräbnis an. Offiziell lautet die Todesursache Arbeitsunfall. Zu diesem Zeitpunkt sind deutsche Truppen bereits in die Sowjetunion eingefallen. Nach dem Vorbild des Westfeldzuges rücken Panzerdivisionen erneut in atemberaubendem Tempo Richtung Osten vor und eröffnen eine Front von über 3000 Kilometer Länge, die erst im Dezember 1941 im Schnee vor Moskau stecken bleibt. Das Unternehmen Barbarossa ist ein rassenideologischer Vernichtungsfeldzug, dem Millionen von Menschen zum Opfer fallen werden. Wenn man Berichte von Soldaten liest, die an der Ostfront eingesetzt waren, klingt es manchmal wie Schilderungen aus dem dantischen Inferno. Die Tatsache, dass sie dann permanent von Toten und Sterbenden umgeben waren, Gräuelszenen gesehen haben, mit denen sie vorher vermutlich niemals konfrontiert waren, die haben natürlich auch dazu geführt, dass man nicht nur Weckmittel eingenommen hat, sondern auch Mittel, mit denen man sich betäuben wollte. Das war im Grunde genommen auch eine Überlebensstrategie. Als noch im Winter die ersten Gegenoffensiven der Roten Armee starten, kann die Wehrmacht diesen nur mit Mühe standhalten. Die Kommandeure an der Front greifen zu Pervitin, um Stellungen Tag und Nacht besetzt zu halten, und fordern neben Personal und Material weiteres Pervitin an. Gleichwohl klagen sie über die Nebenwirkungen des Präparates. Der entzogene Schlaf des Soldaten müsse dreifach nachgeholt werden. Die Soldaten litten unter Depressionen und Antriebsarmut. Obwohl man sich über die Auswirkungen bewusst ist, bleibt Pervitin die Ultima Ratio, um eine liegen gebliebene Division wieder in Schwung zu bringen, wie es heißt. Für den Feldzug im Osten ist der Verbrauch nicht mehr zu beziffern. Allein eine Heeresgruppe bezieht nun in wenigen Monaten 29 Millionen Tabletten. Temmler wird vom Oberkommando des Heeres als wehrwichtiger Betrieb eingestuft. Die Produktion wird laufend gesteigert. Der Bedarf der Wehrmacht erhöht sich ständig. Bei den Amphetaminen sehen wir, dass sich die Toleranzeffekte relativ rasch einstellen. Man kann im Prinzip sagen, nach 14 Tagen, 3 Wochen, die man diese Arzneimittel einnimmt, beginnt der Körper schon unruhig zu werden und die Psyche unruhig zu werden, wenn man die entsprechende Dosis nicht mehr zuführt oder auch eine erhöhte Dosis. Insofern sind das eigentlich sehr rasch eintretende psychische Abhängigkeiten, die ich beklagen muss. Und das bedeutet einfach auf Dauer, dass die Menschen auch sich ohne diese Mittel eigentlich nicht mehr glücklich fühlen. Die Feldpostbriefe des jungen Gefreiten Heinrich Böll an seine Familie zeugen davon. Liebe Eltern und Geschwister, ich habe jetzt Zeit genug, euch zu schreiben und vor allem Ruhe dazu. Ich bin natürlich hundemüde, denn ich habe letzte Nacht nur 2 Stunden geschlafen und diese Nacht werde ich auch nicht mehr als 3 Stunden Schlaf haben. Aber ich muss jetzt eben wach bleiben. Pervitin wird übrigens bald anfangen zu wirken. Und das wird mir über diese Müdigkeit hinweghelfen. Vielleicht könntet ihr mir noch etwas Pervitin für meinen Vorrat besorgen. Euer Heinrich. Bei der Wehrmacht nimmt man Abstand von der unkontrollierten Verteilung des Pervitin. Um seinen Bedarf decken zu können, legt Heinrich Böll wie viele andere privat dazu. Nahezu in jedem zweiten Brief bittet er darum. Noch ist Pervitin in den Apotheken erhältlich. In Medizinerkreisen werden die negativen Auswirkungen des regelmäßigen Pervitingebrauchs mehr und mehr bekannt. Neben der psychischen Abhängigkeit können Auszehrung, Psychosen, Kreislaufversagen
und Herzversagen die Folge sein. Der Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti erreicht am 1. Juli 1941 die Unterstellung des Pervitin unter das Reichsopiumgesetz. Conti, in seinem Amt ebenso mitverantwortlich für Zwangssterilisationen und Euthanasie, will laut eigener Äußerung verhindern, dass ein ganzes Volk unter Rauschgift gerät. Während er den privaten Pervitingebrauch auf das Strengste verurteilt und das Wohl der Volksgesundheit in den Mittelpunkt rückt, bleibt Pervitin als Mittel zur Leistungssteigerung beim Militär außer Frage. Auch in Fabriken wird die Produktion kriegswichtiger Güter oft nur unter Einsatz von Pervitin aufrechterhalten. Die Wehrmacht bleibt vom sogenannten Opiumgesetz ausgenommen. In der Armee wird Pervitin weiterhin ohne Verschreibungen ausgeteilt. 1943 ist die deutsche Kriegsmarine an den Grenzen ihrer Möglichkeiten angelangt. Das Jahr ist voller Verluste. Das letzte deutsche Schlachtschiff, die Tirpitz, wird im Altafjord in Norwegen versteckt. Sie soll britische Seestreitkräfte binden. Mehrere Anläufe unternehmen die Briten, um die von Churchill The Beast genannte Tirpitz zu zerstören. Mit Kleinst-U-Booten setzen die Briten 2-Tonnen-Minen unter dem Rumpf des Schlachtschiffes ab, die das Schiff so weit beschädigen, dass es nicht mehr einsatzfähig ist. Hitler befiehlt nach dem Angriff den Ausbau von sogenannten Kleinkampfmitteln. Kleinst-U-Boote mit 1 oder 2 Mann Besatzung. Die Konstrukteure arbeiten unter Hochdruck. Fieberhaft wird improvisiert und eine ganze Reihe von Seekampfmitteln im Rekordtempo entwickelt. Im Schnellgang wird unter Vizeadmiral Haie der K-Verband gegründet, ein geheimes Kommando der Kleinkampfmittel. Für lange Erprobungen und Ausbildung fehlt im Winter 1943 bereits die Zeit. Eines der ersten einsatzbereiten Fahrzeuge ist der Marder, nicht mehr als ein umgebautes Torpedorohr. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie werden bei Villers-sur-Mer an der französischen Küste 60 dieser Boote auf Feindfahrt geschickt. Allein in der Nacht vom 7. Juli 1944 kommt von 21 Booten kein einziges in den Hafen zurück. Die deutsche Marine feiert die Einsätze aufgrund der Treffer und versenkten gegnerischen Schiffe als Erfolg. Doch unter den Besatzungen sind sie als Himmelfahrtkommandos gefürchtet. Rund 2 Drittel der Besatzungen kommen bei diesen frühen Einsätzen ums Leben. Der Fahrer ist in den Rumpf eingeschraubt. Die Kuppel lässt sich nur von außen öffnen. Viele der Fahrer finden den Erstickungstod. Ist der Torpedo abgefeuert und das Boot erkannt, gerät die Flucht in dem langsamen Fahrzeug zum Überlebenskampf. Gefahren wird daher ausschließlich nachts. Die Einsätze in den bemannten Torpedos sind Extremeinsätze und ohne Pervitin kaum durchzustehen. Systematisch wird die Verwendung des Pervitin von der Marineleitung eingeplant. Im Sommer 1944 sucht die Marine deshalb das Konzentrationslager Sachsenhausen vor den Toren Berlins auf. Seit Jahren existiert hier das sogenannte Schuhläuferkommando. Es testet Lederersatzstoffe für die kriegswichtige Schuhindustrie. Die Lebensbedingungen in diesem Schuhläuferkommando sind extrem hart. Bei jedem Wetter müssen diese Häftlinge mit schwerem Gepäck 40 Kilometer laufen. Und noch dazu wurde bei der Auswahl der Schuhe, die sie zugeteilt bekommen haben, nicht auf die Schuhgröße dieser Häftlinge Rücksicht genommen. Sie kriegen irgendwelche Schuhe ausgegeben, müssen damit lange laufen. Und die Todesrate in diesem Schuhläuferkommando war extrem hoch. Die SS schickt also nur Häftlinge in dieses Schuhprüfkommando, die sie besonders bestrafen will. Es gilt weithin als Vernichtungskommando. Die Opfer, gerade ältere und geschwächte Häftlinge, sterben durch Prügel der SS ebenso wie durch Entkräftung. Der damals 15-jährige Tadeusz Grodecki ist einer der wenigen Überlebenden. Man hat sich gefragt, ob wir es aushalten oder nicht. Man marschierte bis zum Mittagspause, dann Mittag gegessen und dann wieder marschieren. Abends zurück zur Prüfstelle, Schuhe abgeben, eigene. Anziehen und zum Appell anregen.
Glücklicherweise musste ich nicht jeden Tag. Denn wir gingen Reihe nach, so ungefähr 3-4 Mal in Woche habe ich noch Teil dran genommen. Einfach war es nicht. Auf dem Rücken einen Sack mit 25 Pfund Sand beschwert, laufen die Häftlinge den ganzen Tag um den Appellplatz. 40 Kilometer täglich auf steinigem Parcours. Im Herbst 1944 wendet sich die Marine daher an die SS, an Heinrich Himmler, um die Erlaubnis für physische Belastungstests in einem Konzentrationslager zu erwirken. Die SS schlägt ihnen dann das Konzentrationslager Sachsenhausen mit diesem Strafkommando der Schulläufer vor, weil es der SS diese Häftlinge am besten geeignet scheint. Der Marinearzt Dr. Hans-Joachim Richard stellt mit der SS eine Gruppe jüngerer Häftlinge zusammen, die trotz ihrer Entkräftung physisch noch am ehesten mit den Soldaten der Marine vergleichbar sind. Der Arzt aus Wilhelmshaven betreut das Kommando der K-Verbände, zu deren Bestand das Personal der Kleinst-U-Boote gehört. Als ich dort kam mit den anderen, bekamen wir ein paar Pillen zum Schlucken. Das heißt, wir bekamen sie nicht in der Hand. Der SS-Mann steckte die Pillen jedem in den Mund direkt. Und dann sind wir zum Schubschuhsteller gegangen, haben die Schuhe bekommen, Rucksäcke mit Sand belastet. Und dann wurden wir an die Strafkompanie, die hier marschierte, angeschlossen. Am Mittag ist die Strafkompanie zum Essen gegangen. Wir marschierten weiter. Am Abend sind wir ins Revier gerückt. Da konnten wir nichts essen, nichts trinken, nicht mal hinsetzen, nur urinieren. Dann nach dem Appell sind wir die ganze Nacht marschiert. Dann nächsten Tag, alles wiederholte sich auch mit dem Appell und so weiter. Bis am Abend sind wir eingerichtet ins Revier, im Krankenhaus. Dort wurden wir wieder untersucht. Ganze 4 Tage und 3 Nächte ist die sogenannte Pillenpatrouille unterwegs. Nachts wird für die medizinische Untersuchung lediglich eine Rast von 1,5 Stunden eingelegt. Die Angst vor tödlichen Menschenversuchen ist groß. Denn welche Mittel die Häftlinge einnehmen, wird ihnen von Dr. Richard nicht gesagt. Es sind Kombipräparate, Pervitin mit Koffein oder Kokain. Die meisten Häftlinge laufen 80 Stunden und mehr. Bis auf einen, der seinen Pervitin-getränkten Kaugummi versehentlich verschluckt und vorzeitig einschläft. Doch warum testet die Marine Pervitin Ende des Jahres 1944, wo doch die Wirkung bereits hinlänglich bekannt war? Man ist natürlich bemüht, die geringstmögliche Dosierung, die aber das bestmögliche Ergebnis zeitigen soll. Und ein zweiter Punkt ist, dass es auch darum geht, einfach diese sehr starke körperliche Belastung, ob sich verstärkte Nebenwirkungen dieser Präparate zeigen, wenn sie unter sehr starker körperlicher, physischer Belastung genommen werden. Auch in anderen Lagern werden Medikamentenversuche durchgeführt, unter nicht weniger brutalen und menschenverachtenden Bedingungen. Für die Marine steht das Ergebnis fest. Pervitin ist das wirksamste aller leistungssteigernden Mittel. Ende Herbst 1944 wird das erste Kleinst-U-Boot trotz des enormen Zeitdrucks und der immer schwieriger werdenden Materiallage fertiggestellt. Gesteuert wird der Seehund von einer 2-Mann-Besatzung. Außer 2 Torpedos hat er keine Bewaffnung. Doch noch kann niemand die Boote bedienen. In Neustadt an der Ostsee sammelt Vizeadmiral Haie Freiwillige, die sich zur Ausbildung beim K-Verband gemeldet haben. Es sind zumeist junge Marineangehörige ohne jegliche U-Boot-Erfahrung. Laufend werden Veränderungen an den Booten vorgenommen.
Die Unerfahrenheit und die komplexe Bedienung wird in Übungsfahrten schnell zur tödlichen Gefahr. Einige überleben die Ausbildung nicht. Die zukünftigen U-Boot-Fahrer wie Fritz Meyer werden für die geplanten Einsätze auch an den Schlafmangel und die Einnahme von Pervitin gewöhnt. Wir mussten hier 2 oder 3 Tage, konnten wir hier in der Offiziersmesse uns unterhalten. Wir konnten eigentlich alles, was wir wollten, wir konnten das Skat spielen. Wir durften nur eins nicht machen, wir durften nicht einschlafen. Und da wurde uns damals auch schon ein Mittel, ich entsinne mich auch an den Namen, Pervitin, angeboten. Kriegten wir so, wenn wir wollten. Ende Dezember 1944 ist es dann soweit. 30 Boote werden in Wilhelmshaven mit Torpedos bestückt und weiter nach Holland in den Industrievorort Eimuiden bei Amsterdam gebracht. Dort wird die frisch ausgebildete K-Flottille innerhalb weniger Tage auf den ersten Einsatz eingeschworen. Der erste Einsatz der Seehunde war am 1. Januar 1945. 18 Boote sind ausgelaufen. Von den 18 Booten ist ein Boot vor dem Auslaufen Eimuiden auf eine Mine gelaufen und in Luft geflogen. Das heißt, 17 haben den Hafen ganz verlassen. Von diesen 17 sind nur 2 zurückgekommen. Eins davon war mein Boot. Der Einsatz war noch ein sogenannter Rudeleinsatz. Wir hatten ein gutes Wetter vorausgesagt bekommen. In Wirklichkeit war es ein sehr schlechtes Wetter. Gegen die stürmische Nordsee der Wintermonate sind die Besatzungen nicht gerüstet. Auch bei weiteren Einsätzen entstehen zum Teil katastrophal hohe Verluste. Die genauen Ursachen bleiben ungeklärt. Nur wenige der Boote werden von den Alliierten aufgebracht. Versagen der Technik, Fehlbedienung durch die Mannschaft, Kohlenmonoxidvergiftung, feindlicher Beschuss oder schlicht das Abtreiben der Boote können die Ursachen sein. Denn außer einem Kompass sind kaum Navigationsgeräte an Bord. Fahrten sind in der Regel nur über Wasser und damit nachts möglich. Für Tauchfahrten gibt es einen Elektromotor, der aber nur eine geringe Reichweite hat. Die Gefahr vor Entdeckung zwingt die U-Boot-Fahrer tagsüber am Grunde der Nordsee zu liegen und zu warten. Qualvolle, ermüdende Stunden in dem kleinen Boot, in dem die Mannschaft lange kein Sonnenlicht zu sehen bekommt. Ja, von wegen hin und her gehen oder schlafen. Ja, man kann natürlich auch im Sitzen einschlafen. Ne? Aber das war nicht gut. Das war auch nicht für unsere Sauerstoffversorgung. Also das wäre auf keinen. Das könnte tödlich sein, ohne Feindeinwirkung, wenn man da unter Wasser einschläft. Kann man nicht mehr aufwachen manchmal. Ein Blick in die Mittelsektion eines Seehundes während seiner Restaurierung im Militärhistorischen Museum in Dresden zeigt die beengten Verhältnisse des Kleinst-U-Bootes. Der Sauerstoff im Fahrzeuginneren reicht bei 2-Mann-Besatzung für gerade mal 45 Minuten. Die Kontrolle des Sauerstoffgehalts erfolgt manuell und auch das Nachpumpen des Sauerstoffs muss per Hand gemacht werden. Die Gefahr der Kohlendioxidvergiftung ist hoch. Der Seeoffizier und der Ingenieuroffizier mussten ja praktisch ohne Schlaf sein, wach bleiben. Denn wenn einer einschläft, dann hält einer andere das alleine auch nicht mehr aus. Waren die Einsätze ursprünglich für 2 bis 3 Nächte vorgesehen, dauern diese kriegs- und witterungsbedingt bedeutend länger. Oftmals sind die Schiffe 5 bis 7 Tage und Nächte unterwegs. Und die eingesetzten Marinesoldaten froh, den Heimathafen überhaupt lebendig zu erreichen. Trotz enormer körperlicher Anstrengungen sind es militärisch wenig effektive Maßnahmen, die das Ende des Krieges nicht aufhalten. Um die letzten körperlichen Reserven aktivieren zu können, ist der Einsatz von Pervitin unverzichtbar. Mit 5 Nächten kam ich nicht mehr zurecht. Und dann habe ich auch zum Pervitin gegriffen. Und ich konnte wach bleiben. Allerdings nicht immer zu meinem Guten. Und als ich dann meinem LI Kommandos gab, der konnte ja nichts sehen, der war ja vollkommen auf mich eingestellt. Also wenn ich sagte, guckte auf Seerohrtiefe und guckte, dann sagte ich,
beispielsweise Hartsteuerbord, Stoppmaschine und dann wieder Maschine halbe Fahrt und Hartbackbord und dann noch, Mensch, was machst du denn? Ich sag, wieso? Ja, Mensch, du gibst mir so komische Kommandos und er erzählte mir das. Da wurde mir auf einmal klar, ich sagte ihm, naja, ich habe gedacht, ich fahre jetzt hier durch die Straße. Aus den Fenstern winken die Mädchen und so richtig kokolorosen Quatsch. Ne? Und das waren aus meiner Meinung nach, waren das negative Auswirkungen dieser Pervitineinnahme. Überdosierungen sind Folge der schnellen Gewöhnung und keine Seltenheit. Auch ein anderer Kommandant berichtet von der Pervitineinnahme. Wir fühlten uns irgendwie überglücklich und fast gewichtslos. Die beleuchteten Armaturen im Boot, Kompass, Uhr, schienen Form und Größe zu verändern. Alles erschien in unwahrscheinlichen Farben und dazu hörten wir fantastische Musik. Als ich als Letzter nach oben kam, sah ich, wie der leitende Ingenieur die Borduhr wie einen Diskus ins Wasser schleuderte. Auch alle anderen Dinge, Proviant, Pullover, Seekarte, hatte er ins Wasser geworfen. Auf meine Frage, warum er das täte, gab er zur Antwort: Zum Untergehen brauchen wir die nicht mehr. Im April 1945 tobt in Berlin die letzte große Schlacht des Krieges. Um die täglichen Luftangriffe abwehren zu können, rekrutiert die Wehrmacht Personal aus der Hitlerjugend. Weil wir jede Nacht 4-5 Stunden an der Waffe waren, waren wir total übermüdet. Wir waren immer müde. Nebenbei haben wir am Tag noch Unterricht gehabt und der Schulunterricht ging ja weiter. Klassenweise werden aus den Schülern Kampfverbände gemacht. Später war ja auch am Tag schon Angriffe. Sobald ein Angriff war, dann waren wir an den Geschützen oder an den Geräten. Wurde auch der Unterricht sofort abgebrochen. Ja, die Lehrer gingen dann in einen Bunker rein mit einem Stahlhelm auf und die waren an den Geschützen oder an den Geräten. Gegen die Strapazen an der Flak wird den Schülern per Befehl Pervitin verabreicht. Jeden Abend haben wir das bekommen. Abends mit der Abendverpflegung, danach, wenn wir gegessen haben, kam der UVD durch. Und dann haben die Kommandierte und die vom Messbesatzung mussten dann, entweder haben wir diese Fliegermarzipan bekommen, mussten das essen, oder die Tabletten, die mussten dann gleich schlucken, unter Aufsicht. Das konnte man nicht verweigern. Ungefähr 14 Tage nach unserem Einziehen waren bereits 8 von uns tot. Eine Feuertaufe, wie sie nicht schlimmer sein konnte. Da man alles leichter nimmt, nimmt man vielleicht auch den Tod eines Kameraden leichter. In der Schlacht um Berlin ist Siegfried Tonn bei den letzten Kampfeinsätzen dabei. Während sich der Munitionsvorrat dem Ende zuneigt, bleibt Pervitin bis zum letzten Moment verfügbar. Am 8. Mai 1945 endet der Krieg. Auf allen Kriegsschauplätzen verlieren mehr als 55 Millionen Soldaten und Zivilisten ihr Leben. Tausende, die nun aus dem Krieg zurückkehren, bringen nicht nur ihre Erlebnisse, sondern auch ihre Abhängigkeit mit. Morphium und Pervitin werden durch die enormen Restbestände der Wehrmacht und der Industrie zu einer gefragten Schwarzmarktware. Pervitin wurde vor allem in den ersten Nachkriegsjahren, noch vor Gründung der Bundesrepublik und der DDR, im Schwarzmarkt weiterverwendet. Es war durch seine Größe und durch seinen Gebrauchs- wie auch Verkaufswert eine relativ einfache Schwarzmarktware. Bis in die 50er Jahre wird dieser Schwarzmarkt existieren. Im Krieg war halt gebremster Schaum und auch mal war die Bremse weg. Ich sagte schon, wir hatten ja alle keine Jugend gehabt. Das kam dann versteigt am Krieg dann zum Ausbruch. Pervitin entwickelt sich zur Partydroge. Nachdem die Restbestände aufgebraucht sind, entstehen private Hersteller, die die Nachfrage des Schwarzmarktes weiter bedienen.
Die private Herstellung von Methamphetamin wird zu diesem Zeitpunkt nicht strafrechtlich verfolgt. Wie viel auch nach dem Krieg hier, gab es auch den Spruch, mehr Liebe durch Tabletten. Pervitin. War so ein Spruch, wirklich. Die jungen Kriegsheimkehrer drängen in den Hungerjahren auf einen schnellen beruflichen Abschluss. Und wie vor dem Krieg kursiert unter Studenten Pervitin als leistungssteigerndes Mittel, um Lernstress und Prüfungen durchzustehen. Bei uns im Semester kannten wir einige, die das offen zugegeben haben, dass sie es genommen haben. Die sagen, der eine ist ausgeschieden. Das wissen wir ja noch. Wegen Missbrauch von Pervitin. Der war so fertig, nachher, der war ein Wrack. Während die Schwarzmärkte verschwinden, ist Pervitin in den Apotheken wieder zu beziehen. Die Verschreibungspraxis der Ärzte in beiden deutschen Republiken ist noch sehr lax. Die Produktion von Pervitin, zuletzt als kriegswichtig eingestuft, wird nach dem Krieg von der sowjetischen Besatzung per Erlass aufrechterhalten. Mit dem Mauerbau teilt sich auch die Firma Temmler in West und Ost. Auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs ist Pervitin nicht nur am Wiederaufbau beteiligt, sondern der Gebrauch in der Nachkriegsgesellschaft als nicht verwerflich etabliert. Wo bleibt noch Scarlett? Ich wünschte, sie wäre schon da. Ich wünschte, Schlemmer wäre schon da. Und wenn er nicht, dann wenigstens mein Kleid. Was möchten Sie in den Kaffee? Milch, Zucker? Nur zwei Pervitin. Das wird heute ein anstrengender Tag. Wie selbstverständlich gehört in der Bundesrepublik Pervitin zum Alltag gestresster Manager. Der Einsatz von Vegaminen wird in Maßen als vertretbar und nützlich eingeschätzt. Die damalige Sicht auf pharmazeutische Mittel als wertvolle Helfer im Leben des modernen Stadtmenschen ist von ihrer heutigen Bewertung nicht so weit entfernt. Das Problem der leistungssteigernden Mittel ist eigentlich, dass man seine Grenzen nicht mehr erkennt. Und dass sozusagen das, was als Warnsystem im Körper stattfindet, ob das Angst ist, ob das sozusagen auch dann die Begrenzung der Leistungsfähigkeit ist, dass dies nicht mehr wahrgenommen wird. Dass die Amphetamine einen in die Gefahr bringen, über diese Grenze hinwegzugehen. Eine Gefahr, die gerade im Leistungssport gegeben ist. Ob bei der Besteigung des Nanga Parbat oder bei der Tour de France, vermutlich sogar beim Wunder von Bern. Stillschweigend ist Pervitin mit dabei. Dopingkontrollen gibt es in den Aufbaujahren noch nicht. Im Sommer 1968 steigt das Kölner Boxidol Jupp Elze gegen Carlos Duran zum EM-Titelkampf in den Ring. Es ist ein Kampf, in dem Elze weit über seine Grenzen hinausgeht. Nach 15 Runden bricht er zusammen und stirbt zwei Tage später an einer Gehirnblutung. Durch die Obduktion wird deutlich, Jupp Elze nahm vor dem Kampf zwei Tabletten Pervitin. Die Warnsignale seines Körpers nahm er damit nicht mehr wahr. Die Folge? Elzes Pervitin-Tod führt zur Einführung der ersten Dopingkontrolle im Leistungssport innerhalb der Bundesrepublik. Mitte der 50er Jahre werden die beiden deutschen Nachkriegsarmeen gegründet, Bundeswehr und Nationale Volksarmee. Unversöhnlich stehen sich die beiden Armeen im Kalten Krieg gegenüber. Von Anbeginn wird Pervitin sowohl im östlichen als auch im westlichen Militärbündnis für den Ernstfall eingelagert. In der Bundeswehr wird Pervitin als zentraler Versorgungsartikel bevorratet. Bis Anfang der 70er Jahre wird es für den Ernstfall bereitgehalten. Es ist aber auch Bestandteil der Zusatzverpflegung von Fallschirmspringern und wird gelegentlich bei Übungen ausgegeben. Das Pervitin war in der Springerzusatzverpflegung enthalten und die war in einer Plastiktüte, die vom Spieß oder vom Versorgungsunteroffizier ausgegeben wurde. Ich weiß aber, dass zum Beispiel bei einem Kameraden 1964 die Panzerfahrer vor Übungen eine Rolle mit Pervitin-Tabletten bekommen haben, die aber nur auf Befehl genommen werden durften. Auch in der Nationalen Volksarmee sieht man kein Problem darin, Pervitin für den Ernstfall bereitzuhalten. Pervitin wird ganz offiziell in die Dienstvorschriften der NVA aufgenommen. Bei den Luftstreitkräften der NVA wird das Pervitin an das fliegende Personal, also an die Piloten, ausgegeben. Bei der Luftwaffe, also bei mehreren Wiederholungsstarts oder längeren Bomberflügen, war das ähnlich wie die Coca-Cola dazu angetan, die Müdigkeit auszuschalten.
Bei der NVA war es wirklich nur für den Notfall vorgesehen, wenn der Pilot aufgrund einer Havarie aussteigen musste, dass er dort noch die Chance hatte, etwas länger handlungsfähig zu bleiben. In den russischen Mix der NVA wird die Bordapotheke ausgetauscht. Das Pervitin kommt dabei zeitweilig aus der NVA-eigenen Fabrikation in Königsbrück. Bis 1975 stellen die Luftstreitkräfte dort militäreigene Pervitinkapseln her, die sie schließlich durch Aponeuron ersetzen. Ja, das Aponeuron hat nachher das Pervitin abgelöst und das ist ja in den 70er, 80er Jahren genommen worden gegen Unlust, gegen Narkolepsie, in gewissem Maße auch bei Depressionen oder Aufmerksamkeitsdefiziten. Und wir haben es aus dem Grund genommen, weil es in der Wirkungsweise dem Pervitin am nächsten kam und nicht der Betäubungsmittelverschreibung unterlag. Das war also ein Kompromiss. In anderen Truppenteilen wird dieser Kompromiss nicht geschlossen. Der Verbandmittelsatz von Spezialeinheiten oder der Grenztruppen ist noch bis 1988 mit Pervitin bestückt. Wachhaltemittel, die helfen sollen, jeden Republikflüchtling ausfindig zu machen. Peter Döbler, der am 14. Juli 1971 seine Flucht in den Westen antritt, hat vor sich 50 Kilometer durch die offene See. Ausgestattet ist er mit dem eisernen Willen, das Land zu verlassen, mit seinen Papieren und einigen Tabletten. Ich wollte möglichst schnell von der Küste wegkommen, etwa 10-12 Kilometer, bis ich einen imaginären Punkt erreicht hatte. Von dort wusste ich, ich muss Kurs Nordwest einschlagen. Und das habe ich dann auch so gemacht. Ich bin also 6 Stunden nach Norden geschwommen, dann Kurs Nordwest. Inzwischen war es dunkel geworden. Ich habe die Scheinwerfer gesehen vom Ufer, aber ich hatte vorher schon recherchiert, dass man also auf die Entfernung im Prinzip nichts sehen kann. Das ist nur Angstmacherei. Döbler ist mit den gleichen Waffen ausgestattet wie die Grenztruppen selbst. Amphetamintabletten helfen ihm, das andere Ufer zu erreichen. Ich habe also die erste Tablette nach 8 Stunden genommen und dann etwa nach 4, 4,5 Stunden die nächste Tablette. Das hatte ich vorher so ausprobiert. Die Wirkung der Tabletten lässt dann nach und dann muss man die nächste nehmen. Das kann man natürlich nicht unbegrenzt machen. Irgendwann kommt der Leistungsabfall, der Körper holt sich das wieder zurück. 2 Jahre hat sich Peter Döbler auf die Flucht vorbereitet, unauffällig den Körper trainiert, vom Freundeskreis zurückgezogen. Doch ausschlaggebend für den Erfolg ist die psychoaktive Unterstützung durch das Amphetamin. Wichtig war die Euphorie, das heißt, nie daran denken, dass es schiefgehen könnte. Weil in dem Moment, wo man eine Einstellung hat, dass man gewinnen wird, dass man siegen wird, in dem Moment hält der Körper auch durch. Wenn man jetzt Zweifel hat und ein psychischer Verfall kommt, dann kommt der körperliche Verfall hinterher. Bis 1988 ist Pervitin auf dem Markt. Dann verlängert Temmler die Lizenz nicht mehr. Doch etliche Nachfolgeprodukte lösen das Amphetaminpräparat ab. Aponeuron oder AN1 sind nur einige Abkömmlinge, die beim Militär zur Leistungssteigerung genutzt werden. Im Wettlauf mit dem Gesetzgeber ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Amphetaminabkömmlinge unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Heute kursiert Methamphetamin wieder auf dem Schwarzmarkt, mittlerweile besser unter den Namen Speed oder Crystal bekannt. Wir hatten in den 70er, 80er Jahren die beruhigenden Mittel, die Benzodiazepine, das Valium und ähnliche. Und wir haben in der Zwischenzeit, seit Mitte der 80er Jahre, auch gesellschaftlich Substanzen im Markt, die sehr stark in den Vordergrund die Individualität setzen, das Aktive, das Attraktive, das sozusagen die Möglichkeiten fördern, sich auch darzustellen und kämpferisch zu sein. Und ich glaube, darum ist das, was da in der Armee passiert, gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich von dem, was uns auch in der Gesellschaft gepredigt wird. Wir müssen uns um uns selber kümmern und wir müssen sozusagen immer wieder an die Grenzen gehen und darüber hinaus, um auch in der Leistung zu bestehen. Und dabei helfen offensichtlich Arzneimittel. Vor dem Hintergrund wachsender Belastungen in den Auslandseinsätzen haben sich Wehrmediziner der Bundeswehr Gedanken über die Wiedereinführung von leistungssteigernden Arzneimitteln gemacht. Im Sommer 2007 hat der aus unabhängigen Wissenschaftlern bestehende Wehrmedizinische Beirat dazu Folgendes empfohlen. Die Einnahme von Arzneimitteln zwecks Verminderung eines Abfalls der psychophysischen Leistungsfähigkeiten kann als Ultima Ratio unter bestimmten zeitlich und inhaltlich klar definierten Bedingungen
akzeptiert werden. Gleich schlagen wir ein weiteres Kapitel Nazi-Deutschlands auf.